Jetzt switchen wir auf meine Arbeitsinsel nach oben und da zeige ich euch, wie diese Basis für den Adventskalender entstanden ist. Viel Spaß beim Zuschauen. So, ich hoffe, ihr könnt alle gut sehen. Ich mache das jetzt hier im Blindflug, weil ich sehe nicht, was ich hier filme. Die Basis für meinen Adventskalender ist eine Sperrholzplatte. Ich habe das günstigste Sperrholz genommen, was es gab. Das ist, glaube ich, ein Pappelsperrholz. Und ich habe es mir geschnitten oder zuschneiden lassen im Baumarkt auf 50 x 60 cm. Da müsst ihr mal gucken, wie ihr euren Adventskalender arrangieren wollt. Am besten vorher basteln und euch dann maßgenau zuschneiden lassen, wie ihr es gerne hättet. Ich habe so Pi mal Daumen gemacht. Dann habe ich eine Tapete, das ist, glaube ich, eine Fließtapete hier in so einer schönen Holzoptik. Habe ich gedacht, ist eine schöne Basis dafür. Und ich werde die für zu Hause, für mein neues Gästezimmer auch nochmal weiterverarbeiten. Da werde ich mir auch wieder Sperrholz oder beziehungsweise eine Holzplatte, eine MDF-Platte beziehen und daraus was anderes machen. Vielleicht nehme ich euch damit. Aber das ist jetzt quasi die Basis und das, was wir noch brauchen. Also es ist eine handelsübliche Fließtapete und dann arbeite ich gerne mit Artpotch. Das ist eigentlich Lack und Leim für Serviettentechnik. Ihr könnt aber auch mit einem Sprühkleber arbeiten, aber das wird bei mir ein bisschen, mein Tannenbaum soll mir mal die schöne Seite zeigen. Das, ich habe Angst, dass mir das zu sehr den Klebernebel hier verteilt und dann meine Geräte beeinträchtigt. Deswegen arbeite ich ungern mit Sprühkleber. Oder aber ihr nehmt einfach eine große Flasche Bastelleim. Das könnt ihr auch nehmen und dann noch einen Pinsel, um den Leim auf der Sperrholzplatte zu verteilen. Und damit euch der nicht zu schnell antrocknet, heißt es schnell arbeiten. Das heißt, wir schneiden uns schon einmal unsere Tapete vor. Die dürfte hier gerade so passen. Ich kriege das nachher noch umgeschlagen. Ja, das reicht. Wenn nicht, müsst ihr ansetzen. Das ist wie beim Tapetekleben zu Hause in der Wohnung. Die schneide ich mir jetzt passgenau hin, mache meinen Arbeitsbereich frei und dann fange ich schon mal an, und bepinsel mir schön großflächig mit Klebemittel meine Sperrholzplatte. Ich hoffe, dass das so klappt. Ich bin immer wieder am Überlegen, wie ich es gemacht habe. So. Schön großzügig darauf verteilen. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Und ganz wichtig bei der Arbeit ist eine Schürze, zumindest für mich. So, und jetzt verteile ich mir diesen Leim schön auf der Sperrholzplatte. So, ich glaube, ich war jetzt wirklich sehr großzügig mit meinem Leim, aber das passt schon so. Und jetzt nehmen wir uns das beiseite. Beziehungsweise unsere Tapete. Und positionieren uns unsere Platte da drauf. Und dann wird das einmal schön glatt gestrichen. So. Auch gerne nochmal mit dem Falzbein lang. Und verteilt euren oder streift es glatt von der Mitte nach außen. Kleine Unebenheiten sind jetzt übrigens kein Drama, wenn ihr mal eine kleine Blase habt und die merkt. Die sieht man nachher überhaupt nicht, weil das Muster der Tapete
so unruhig ist, dass man das nicht mehr sieht. Außerdem kommt ja da noch der Adventskalender drauf. Es sollte nur nicht zu flächig keinen Kontakt haben, weil wir kleben ja die unsere Adventskalenderschächtelchen hier drauf. Und wenn ihr dann so eine große Luftblase darunter habt, kann es euch sein, dass es abzieht oder abreißt. Deswegen schön anziehen lassen. So, ich nehme mir jetzt mal hier die Klebereste weg. Das ist nicht so schlimm, das kennt ihr ja von der Serviettentechnik. Da macht ihr euch nichts mit kaputt. So, wir müssen ja aber auch nicht rumasen. Deswegen lassen wir dem jetzt Zeit anzuziehen. Das heißt, wir können aber auch die Ecken schon nochmal einschlagen und das Ganze auch fixieren. Und das geht jetzt wie beim Buchbinden. Die Ecke schneiden. So. Jetzt streichen wir uns den Leim, der hier noch an der Seite rausgequollen ist, über die Tapete. Ich hoffe, das hält alles so. Ich beginne jetzt mit den langen Seiten, die einfach hier einzuschlagen. Und nehme mir jetzt erst nochmal diese andere lange Seite vor. Ich habe noch genug Kleber am Pinsel. Ich hoffe, ich bin im Bild. Und klappe auch das hier hoch. Ich glaube, ich gehe hier nochmal mit Bastelleim lang. Das zieht mir nicht schnell genug an. Versuchen wir es mal mit Bastelleim. Ja, ich glaube, das zieht besser an. Ich werde das jetzt nochmal, damit ich hier weitermachen kann, einmal mit Tesa fixieren. Ihr könnt auch Washi nehmen oder Malerkrepp. Ich fixiere mir das hier nur nochmal mit Tesa. Hier drüben hat schon ganz gut angezogen. Es ist nur eine Stelle hier oben. Da fixiere ich mir das nochmal. Weil wir wollen ja jetzt hier auch weitermachen. So, und die Ecken schlage ich mir ein. Hier können wir noch ein bisschen abschneiden. Das ist ein bisschen viel. So viel brauchen wir nicht. Ich hoffe, man kann das sehen. Nee, kann man nicht. Jetzt kann man es besser sehen. Ich habe ja jetzt die beiden langen Seiten gemacht und jetzt klappe ich mir das hier einfach ein bisschen rein, damit das eine schöne Buchbinderecke gibt. Das mache ich auf der anderen Seite natürlich auch, da habe ich schon vorbereitet. Und jetzt machen wir es der Einfachheit halber einfach mit dem Bastelleim. Ups, das war ein bisschen viel. Ich bin heute großzügig.
So, die Ecke schön eingeschlagen lassen. Und dann das Ganze wieder hochklappen. Ja, mit Bastelleim geht es besser. Also arbeitet von Anfang an am besten mit Bastelleim, dann zieht das am besten an. So. Und so sieht dann die Ecke aus. Eine schöne Buchbindeecke. Nach hinten guckt sowieso keiner bei dem Adventskalender. Es interessiert alle eh immer nur, was vorne dran ist. Und hier diese Ecke machen wir ganz genauso. Eine ordentliche Portion Bastelleim. Ja, Bastelleim geht um Längen besser. Also wir merken uns Bastelleim für das gesamte Projekt. So. Diese Ecke hier unten ist jetzt nicht ganz so schön geworden, weil ich einfach zu wenig Papier stehen lassen habe, als ich schräg angeschnitten habe. So, fertig. So habt ihr jetzt die Grundplatte für den Adventskalender und darauf bringen wir, wenn das durchgetrocknet ist, unsere Kartons an, unsere Adventskalender-Türchen quasi. Und da nehme ich euch gleich mit, ich mache hier einen Cut, lasse das durchtrocknen und dann melden wir oder sehen wir uns wieder. Tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time, but you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna. So, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe hier meine Platte und habe mir ich baue mir das in Form eines Tannenbaums auf. Die Boxen sind jetzt hier jeweils aus Chili bzw. aus Granit und dann mit dem Designerpapier Hüttenromantik belegt. Und jetzt habe ich mir die so angeordnet, dass es einigermaßen symmetrisch und stimmig ist. Ich bin da ja ein bisschen pingelig und dass es hier gut auf meine Platte passt. Und jetzt fange ich an, die ganzen Sachen aufzukleben. Wichtig ist, dass sie mit dem Boden an die Tafel geklebt werden, so dass man sie so aufmachen kann. Ne? Also, dass hier dieses Eingriffsloch hier oben ist und der Boden angeklebt wird. Und zum Ankleben nehme ich mir, jetzt kann ich hier schwer drauf gucken, ob ich wirklich gerade bin. Das ist jetzt ein bisschen Freiflug. Nehme ich mir meine Heißklebepistole. Und fang einfach mal ganz mutig an, einen ordentlichen Klecks hinten drauf. Achtet drauf, dass ihr euch nicht die Finger verbrennt. Heißklebepistole ist wirklich fies. Und dann klebe ich jetzt hier Step by Step das auf. Ich hoffe, dass ich hier in der Mitte bin. Macht ja vielleicht Sinn, so am Anfang hier auch mal so, ja, ich denke mal, viel kann ich jetzt eh nicht mehr ruckeln. Ich bleibe jetzt einfach so. Es ist fast mittig. Und jetzt arbeite ich mich hoch und gucke, dass ich hier oben spitz zulaufe und meine Boxen hier alle drauf bringe. Thank you.
got me on my knees. Now's the time to reap what I've sown. Your words echoing in every single bone. Underwater, so far out at sea. So, mein Tannenbaum ist fertig. Ich hoffe, ihr könnt ihn in seiner ganzen Pracht sehen. Einmal hatte ich mich verklebt, da habe ich jetzt nochmal nachgearbeitet, aber das ist mein fertiger Tannenbaum und um die Adventskalenderzahlen kümmern wir uns in der nächsten Folge am Mittwoch.